Ja, das ist ganz angenehm, dadurch, dass die Strecke so lang ist, kommt man echt nicht gut ran an die Überrunde. Ja, das ist echt gut. Aber wir sind auch erst in Runde 13. Aber ja, schauen wir mal. Irgendwann sehe ich schon welche auf der Karte, die werde ich wohl, weiß ich nicht, ob die vor dem Boxenstopp oder so, aber irgendwann werde ich die schon noch im Rennen vor mich bekommen. Aber wer ist auf Platz 4? Okay. Perez. Das bedeutet danach Magnussen, danach aktuelle. Ich habe keine Ahnung, woher Hamilton ist. Blitztabelle für mich. Vielleicht ist der rausgeflogen, weil ich habe den nicht gesehen. Keine Ahnung. Oh, das weiß ich auch nicht. Aber aktuell wäre ich damit auf Platz 4. Und das sogar ohne Punktegleichung. Punkte, Ausgeglichenheit, dies, das. Ja. Pipapo. Ja, und da überrundest du doch schon welche. Stimmt, weil die an der Box sind, ja. Du hast gerade gesagt, du kommst nicht ja, zu überrunden. Du bist fast direkt hinter denen und hast schon ein paar überrunden. Guck mal, wie viel der Platz jetzt vor dir ist, bitte. Mach ich gleich, ja. Wenn ich lesen kann. 17 oder 16? No. Das wäre wichtig zu wissen. Wegen bin noch zu weit weg, ich kann es nicht lesen. Ja. Wenn es 16 ist, dann ist Hamilton raus. Wenn es 17 ist, ist Hamilton noch irgendwo da. Aber wo ist die Frage? Ein DRS-Schild abgeräumt. Läuft. Ich hab auch so ein Dings da schon mal umgefahren. Einen komischen Stab, Pinöpel. Ah ja, die Pfosten. Da bin ich schon mit den Freunden. Ist ja enge Beziehung. Wenn da eigentlich nicht drüber fährt. Ja, ich nehme den einfach mit, da kenne ich nichts. Als ob du immer noch nicht hinter dem bist. Ich kann es immer noch nicht lesen. Ich sehe sie, aber ich kann die Nummer nicht sehen. Ich langsam fährt. Gerade fahre ich nicht so gut. Also ich bin Sekunden ja auch nicht langsamer als. Ich bin auch nicht der Freund von dieser Strecke. Platz 16. Okay, dann ist Hamilton nur irgendwo. Weil es ist gerade noch einer in die Box gefahren. Also wenn Hamilton nicht mehr wäre, müsste es Platz 15 sein. Wenn er raus wäre. Also irgendwo muss er noch sein. Vielleicht hatten die nochmal irgendwann einen Crash mit Perez oder so. Weil die haben sich die ganze Zeit gefightet. Kann durchaus der Fall sein. Ich habe ganz viele Autos vor mir. Vielleicht treffe ich ihn ja gleich noch vor dem Boxenstopp. Ja. Also 15. ist Stroll. Wann gehst du an die Box? Wobei wir eigentlich, es ist eigentlich egal, wir sind so weit auseinander entfernt. Nächste Runde. Aber 16, ne? Ja. Ist das bei dir. Wie gesagt, wir sind dafür wirklich sehr weit auseinander entfernt. Eine Minute sechs. Meine Kamera ist aus. Ey, was ist das denn? Was habe ich da eingestellt? Die geht immer automatisch nach 30 Minuten, glaube ich, aus. Sie ist gerade erst jetzt ausgegangen. Aber irgendwie geht die immer nach 30 Minuten oder so aus. Nimmst du über die SD-Karte auf? Also mit der Kamera selber? Okay, ja, krass. Ja, ja. Ja. Irgendwie voll oder so? Nee. Das machst du immer nach 30 Minuten. Ich habe so das Gefühl. Wenn ich an der Box bin, drücke ich halt nochmal auf Aufnehmen neu, Leute. Aber das ist voll komisch. Ich wollte ja über die Elgato aufnehmen, aber ich weiß nicht mehr, wo meine alte Elgato ist. Ich habe die irgendwo in die Kammer hier, weil ich habe in meinem Zimmer so ein, ne, wie so eine Kammer in der Schräge, ist so ein kleiner halber Dachboden, kann man sagen. Und da habe ich die irgendwo bestimmt drin, aber Junge, jetzt such die mal, Alter. Mit der SD-Karte habe ich ja 128 GB, damit kann ich schon ordentlich aufnehmen.
Boah, sind hier jetzt viele Autos vor mir. Krass. Ich glaube 5 Stück oder so. Okay. Mal gucken, ob ich die noch vor dem Boxenstopp bekomme. Ich wäre nach Boxenstopp 6. Oh, Ricardo ist direkt vor mir. Sehr gut. Das heißt, der müsste Platz 14 oder so sein. Okay. Dann ist er ja zurückgefallen, lol. War vorhin Platz 11. Ach, weil er wahrscheinlich nicht an der Box war. So, du fährst diese Runde? Bei dieser Runde, ja. Ich fahr nächste. Und Mercedes sehe ich leider hier nicht. Er wird irgendwo Platz 5 oder so. Mal vielleicht sehen, ja. Wenn ich an die Box fahre, sollte ich 6. sein, steht gerade da. 6 Autos, mit mir 7. Junge. Bitte fahrt nicht an die Box. Kann ich die Kamera neu starten, Leute? Dann habt ihr wieder ein hässliches Face. Muss echt mal gucken, wo ich die Kamera auch hinmache, dann. Du hast ja da so in die Mitte, da. Nein! Ich bin an der Box vorbeigefahren. Aber... ist egal. Das, erstens ist es nicht so schlimm. Ich habe ein bisschen Zeit verloren, ja. Aber... Leute, ich sehe, glaube ich, 2 Red Bulls. Digga, pass mal ein bisschen auf. Ricardo ist tot und ich bin auf sein totes Auto gefahren und ich habe komplett rote Frontflügel. Safety Car. Nein, das ist richtig scheiße. Ja, für mich ist ganz ich muss okay, an die Box. Weil ich fahre. Und ich bin an der ich Box. Ich muss auch an die Box. Ich fahre jetzt an die Box halt einfach dann. Oh, Bottas. Du verlierst halt deinen ganzen Minutenabstand. Vergiss nicht, diese Runde an die Box zu kommen. Ist angekommen, bestätige. Ich gehe jetzt an die Box dann einfach. Du verlierst halt deinen ganzen Abstand. Wie viel hattest du eigentlich? Über eine Minute ungefähr. Ja, dachte ich. Ich hoffe, ich komme vor Bottas noch raus, obwohl ich an die Box gehe. Aber ich darf eigentlich so schnell fahren. Ich darf auch leider nicht so schnell fahren, aber... Ich fahre jetzt an die Box. Scheiße, Mann. Weißt du, Ricardo wird plötzlich... Ich bin gerade dabei, seinen Windschatten zu bekommen. Und plötzlich bleibt er auf der Strecke fast stehen. Hallo. Jetzt habe ich wieder Facecam an. Oh, Bottas war auch an der Box direkt okay, vor mir. Den überhole ich. Der bekommt mich nicht. Verstappen, 4. Nein, jetzt ist... Dritter jetzt. Verstappen ist 3. Du Hund. Er hat mich überholt. Er ist nicht an die Box. Ja, logischerweise. Jetzt ist er 2, weil er Bottas... Für Verstappen war das mega gut, weil ganz viele an die Box gehen müssen. Für mich ist es aber ganz okay, wenn ich jetzt 2 Safety Car an die Box... Ja, ja schon, aber jetzt. Für Verstappen war es noch aber besser, weil er nicht mehr an die Box gehen muss, gar. Yo, Boxenausfahrt direkt durchrauschen irgendwie. Erstmal ein Schild mitnehmen, kenn ich nix. Hä, muss ich den Safety Car überholen gerade? Fuck. Ja, muss ich. Wäre ich nicht an der Box vorbeigerutscht. Bist du jetzt an der Box, ja, ne? Alter, brauchen die lang. Leute, fang doch an, Alter. Oh mein Gott. Wieder 11 Sekunden, wieder 2 Sekunden länger, weil sie nicht direkt angefangen haben. Verstappen ist Platz 2. Leute, das gibt es doch nicht. Ja, den hole ich mir schon, aber... Ja, aber andere müssen Ricardo ihn auch noch holen. Ist halt ganz raus. Ricardo ja, ist halt ist ganz gut, raus. Ja, das ist gut, aber Verstappen war der eigentlich hätte ganz... Fuck, ich habe nicht eingestellt, dass mein Frontflügel wechseln. Verkackt. Er hätte ganz rausfliegen hätte müssen. Den leichten Schaden am Frontflügel, den hätte ich eigentlich reparieren können. Boah, bitte fahr so schnell rein, wie es nur geht. Du doofes Safety Car. Kann's gar nicht gebrauchen, dass Verstappen erst mich noch einholt. Safety Car ist jetzt echt mega scheiße gerade. Also ich bin natürlich dann direkt hinter ihm wegen dem Safety Car. Und vielleicht bremse ich ihn aus, damit andere Leute an ihm vorbeifahren können. Das wäre die einzige Möglichkeit. Wenn Ricardo 2. wäre, wärst du 5. ne? Verstappen meine ich. Wenn Verstappen jetzt 2. werde, bleibt, wärst du 5. glaube ich, oder? Dann wäre ich 5. ja.
Bottas ist Platz 3. Wo ist Hamilton, wenn man ihn mal braucht? Ist halt echt so, keine Ahnung, wo der Typ ist. Ich bin Vierter, Fünfter ist Perez. Alter. Das ist doch so eine absolute Taktik jetzt von Red Bull, um noch einen Platz mindestens zu behalten. Haben wir doch extra gemacht, aber weißt Alter. Du was? Junge. Weißt du was? Wir haben noch 10 Runden und wir sind beide noch auf der Strecke. Und wir haben die krassesten Taktiken, immer. Wir sind immer krass mit den Taktiken unterwegs. Ja, die Frage ist aber, ob ohne dass wir die jetzt, ohne dass wir, beziehungsweise du, Verstappen, ne, ich könnte ihn theoretisch auch noch bekommen, wenn er jetzt gleich wirklich hinter mir ist. Ich könnte ihn während des Safety Cars sogar kaputt machen. Das geht sogar noch leichter eigentlich. Oh. Kaputt machen ist halt so eine riskante Sache. Also ausbremsen kann ich ihn auf jeden Fall. Ja, er muss halt so ausgebremst werden, weil also zwei Leute müssen ihn überholen. Wenn du vor ihm bist, müssen ihn noch zwei weitere überholen. Mhm. Schwierig alles, aber wie gesagt, wir sind ja noch zu zweit hier. Ja, bin mal gespannt, ob das jetzt die letzte Safety Car Runde ist. Ich hoffe noch nicht, dass er fährt, weil ich hol... Wir sind ja noch nicht hinter euch. Ja. Ich meine, dadurch passt nur Abstand, aber ich würde natürlich gerne durch das Safety Car jetzt ein bisschen näher an die anderen rankommen wollen. Ich sehe sie zwar jetzt so ganz leicht, aber ich bin halt nicht dran, ne? Und eigentlich wäre es klüger, wenn wir alle aufholen lassen. Weil wenn ich fest darf. Außer bei mir passiert dann nochmal was. Also es darf, ja, ich meine, mir ist in dem ganzen Ding nicht, also das war ja nicht meine Schuld, dass ich da jetzt den Flügel wechseln musste. Oder allgemein, dass das Safety Car gekommen ist. Das ist ja ein Rennunfall jetzt gerade gewesen. Ricardos Auto geht kaputt, ich bretter ihm voll drauf. Also ich bretter ihm voll drauf und werde in die Bande katapultiert, dass mein Auto überhaupt noch lebt. Alter, das ist... Aber Ricardo ist safe draußen, oder fährt er noch mit? Das ist so absolutes Glück, einfach nur, dass mein Auto heile geblieben ist. Jetzt sind sie hinter dir, ne? Ja. Mach ihn kaputt, komm. Na, der muss noch ein bisschen aufholen, ein bisschen... Will natürlich nicht riskieren, dass... Weil wenn die NPCs einen beim Safety Car überholen, dann darf man die nicht mehr überholen. Aber selbst darf man nicht überholen. Selbst darf man nicht, aber die dürfen das irgendwie. Das ist total behindert. Ich bin direkt hinter euch. Also hinter Bottas jetzt quasi. Oh, Junge, Junge, Junge. Perez ist auch hier, die anderen haben noch ultra viel Abstand. Weiß nicht, ob Platz 6 jetzt rankommt. Mann, der fährt nicht dicht genug auf. Das ist nur ein gelber Pfeil, bei einem gelben Pfeil traue ich mich nicht, voll auf die Eisen zu gehen, so. Ja, das bringt's, glaube ich. Dann fährt er dran vorbei. Ja. Als ob wir jetzt noch eine Runde fahren. Ich glaube, das Safety Car macht noch eine Runde. Ja. Ui. Okay, komm, ich muss es irgendwann schaffen jetzt in der nächsten Runde, dass er mir hinten drauf fährt. Oh, ich wäre fast Bottas draufgefahren, Alter. Junge. Ich muss jetzt selber ein bisschen aufpassen. Ist der draufgefahren? Ich bin... Nee, ich glaube nicht. Das sind keine Teile hier. Scheiße, so. Wieso konnte der abbremsen? Ja, weil wir vielleicht nur 100 fahren. Ja, aber... Wir fahren ja nicht so schnell. Leider. Fuck it. Ich glaube, das klappt nicht. Oh, Leute. Der ist viel... Das ist alles langsam. Ich bin in Bottas drin gerade. Jetzt überholen sich alle gegenseitig hier. Oh Gott, was habe ich gemacht? Perez ist jetzt Dritter. Hamilton Fünfter. Verstappen ist aber immer noch Platz 2. Ich weiß aber nicht, ob da was kaputt gegangen ist bei ihm. Glaub nicht. Jetzt traut er sich nicht mehr ranzufahren. Junge,
es wurde, Bottas wurde unsichtbar. Junge, du wirst unsichtbar. Junge, jetzt fährt, Perez fährt rückwärts. Was macht ihr? Hallo, Blödmann. Oh, das Safety Car ist unsichtbar geworden, Alter. Ja, ich bin gerade in Perez reingefahren. Roten Vornflügel. Oh. Stop and Go Strafe. Oh. Du machst das Chaos gerade hier, da ist dir bewusst. Perez ist vor mir gewesen, obwohl er nicht vor mir sein darf. Hat er gesagt, ich soll ihn überholen. Was macht Perez? Gibt Ultragas. Jetzt hat er dann auf einmal wieder gebremst und ich muss jetzt an die Box. Jo, ich fahre ihm gleich nochmal drauf. Ey, du blödes Arschloch, ne? Ich kick dich gleich weg. So ein Bullshit, na, es ist unglaublich. Hör auf zu bremsen, du bringst alles noch mehr durcheinander. Ich kann, das ist mein Safety Car Start. Ich kann nicht auf so, Gas gehen und das so. Das schon. Ich muss jetzt an die Box, das gibt's nicht. Die Strecke ist frei, grüne Flagge. Viel Spaß, du musst den rammen, weil ich kann jetzt leider nichts machen. Wenn ich an die Box muss. Strafe muss ich auch nur absitzen, ey. Ich hol keine Punkte, ne? Ich bin hinter Hamilton. Ich verkack sie jetzt, ne? Du musst alle aufhalten, bitte alle einfach. Du darfst nicht Gas geben. Halt sie alle auf wie ich am Anfang. Los, fahr jetzt. Weil sonst komme ich gar nicht mehr ran. Dann überholt mich Hamilton. Genau, einfach so weiterfahren. Auf der Geraden natürlich Gas geben, ein bisschen natürlich, aber in den Kurven, sonst ich komme echt nicht ran. Und dann, du bleibst ja Erster, ich kann nur mich dazwischen mischen dann. In den Kurven bitte alle richtig reinbremsen lassen. Ich bemühe mich jetzt richtig hart. Ich habe lila Reifen, ich bin schnell, aber es geht leider nicht besser. Du musst sie noch richtig aufhalten. Die paar Runden kriegst du hoffentlich hin. Habe ich am Anfang für dich auch gemacht. Bin dabei. Da war gerade ein Unfall. Verstappen ist nur noch Dritter. Ich hoffe, dass Mercedes Verstappen überholt und ich versuche mich dann natürlich vor Mercedes zu holen. Bitte richtig runterbremsen. Oh, jetzt. So wie jetzt. Hamilton ist Platz 2. Oh mein Gott. Ja, genau. So weiterbremsen. Oh mein so Gott. Weitermachen. Leute. Komm, das kann noch was werden. Was passiert? Oh! Gefahr! Unfall! Was machst du? Hier fliegen Teile, gelbe Flagge! Alles geht kaputt! Bei dir? Nein, bei mir nicht! Dann ist ja gut, dann mach so weiter, bitte! Mach so weiter, so anders kann ich nicht aufholen, du musst mir jetzt helfen, Hilfe! Wenn du mir hilfst, kann ich dir helfen, so geht's jetzt leider. Ja, da geht mir an die Box! Hamilton ist an der Box. Nein, das ist doch nicht gut. Doch, für mich schon, aber dann ja, Verstappen ist wieder Platz 3 dadurch, ich weiß. Aber bremst einfach. Ich krieg ihn noch. Und dann bremse ich ihn auch nochmal aus. Ja, okay, das ist gut für mich, dankeschön. Ein Ding. Bottas auch, Hamilton und Bottas. Sehr gut. Beide an der Box. Wobei das eigentlich egal ist, was Bottas macht. Ja, aber es sind trotzdem beide Mercedes. Für Konstrukteur und so, weißt du Bescheid? Dass es so aussieht, als wäre es ultra knapp gewesen. Oh, wieso fahren die mir hier nicht drauf? Junge, wie viele das sind. Junge. Führt ist Platz 2, was? Ja, der ist tot. So gut. Kürt. Komm, ich muss links und rechts verteidigen! Junge, du schreist gerade eben. Aber es ist witzig, das ist witzig, Leute, das ist echt witzig. Hab's gleich, bitte mach weiter so. Noch 2-3 Runden, dann hab ich's. Alter, wenn Verstappen jetzt nicht an die Box muss, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich hab alles getan. Mach bitte so ein bisschen weiter noch. Ich schick alle eigentlich gerade an die... Ne, der weicht aus. Er kennt meine Tricks. Ich habe ja gerade schon einmal mitten auf der Geraden einmal gebremst, dadurch habe ich Kürt getötet. Aber... Ihr müsst das aus beiden Sichten sehen, bei dir ist gerade richtig Action. Und bei mir ist halt so, wann hole ich jetzt endlich mal auf.
Ich bin jetzt hinter. Ich bin der Letzte der Schlange gerade. Nice. Ich versuche natürlich jetzt in den Gewandung so gespannt. Also mach so ja, weiter, mach so weiter. Guck jetzt erstmal, wer irgendwie an die Box geht oder so, oder? Ne, Verstappen geht nicht an die Box. Schade. Hätte klappen können. Komm, 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 komm. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Ich muss an allen vorbeiziehen, das ist auch noch sauber. Jetzt ist er tot. Jetzt ist Verstappen tot. Verstappen? Ja! Wie er sich freut. Das hat er nicht erwartet, dass ich da auf die Bremse steige. Ja! Was für ein Schlingel du bist, ey. Das hat er nicht gesehen. Was ein Schlingel, ey. Was ist denn mit dir? Kennt er nix. Fuck, wir haben noch 5 Runden. Die fahren auch nicht schlecht. Hält so weiter auf. Oh shit, da hätte ich mich beinahe gedreht. Das ist gut. Das wäre nicht gut. Ich kann nicht so gut aufholen. Es sind natürlich alle vor mir, alle komplett. Aber ich kann es nicht richtig krass aufholen. Ich habe jetzt auch DRS. Wurde ja aktiviert zum Glück. Ich werde jetzt extra auf Mager geschaltet, um gleich, wenn du weit genug vorne bist, gleich nochmal auf Fett zu schalten. Okay, ich bin direkt hinter Platz 11. Ey, was? Wir sind echt die geilsten. Boah, weh, der geht jetzt auch nicht an die Box. Also ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viele Teile bei ihm fliegen gesehen. Er müsste eigentlich sein kompletter Frontflügel rot sein. Aber... mir leckt's gerade ein bisschen. Boah, ich darf's jetzt nicht verkacken. Kommt bitte. Leute, Daumen drücken. So, hier holen wir den Nächsten. Komm, 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 komm. Ha. Nächster Frontflügel kaputt. Jo, hier. Hier, alle machen irgendwas, Jojo. Das war regelwidrig. Ricardo ist jetzt Platz 3, was? Und Platz... ich muss Position zurückgeben. Ricardo, das aber es kann ist auf nicht jeden sein. Fall in der Box. Hä, Ricardo fährt Ricardo. Noch? Ricardo... du hast gesagt, der fährt nicht. Du hast gesagt, der ist ja, raus. Der ist... ich dachte es mir auch, dass er nicht der raus ist, der ist auch aber komplett das... stehen geblieben auf der Strecke, als wäre der tot gewesen, so wie alle anderen. Aber... okay, mach weiter so, mach jetzt weiter muss so, ich, jetzt richtig muss, ja, jetzt Crash muss ich aber also. Ricardo auch noch töten. Ja, weil sonst wäre hier, jetzt bin ich wieder Platz 5. Ich bin Platz 8. Gibt es doch nicht. Komm, komm, komm. DRS, gib mir DRS, gib mir DRS. Komm, 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 komm. Die kann ich noch kriegen, noch ein paar. Bin 7. Guard. Junge, was du hier veranstaltest, ist ja echt lang. Also ich hab die am Anfang auch ausgebremst und alles, was du hier machst. Junge. Ein bisschen Spaß muss sein. LOL. Achtung. Was? Ja, Ricardo ist tot. Jo, ich seh ihn. Hey, du zerstörst ja alles. Palmer ist auf 3, Junge. Stroll ja, du kannst ist Gas 2. Geben. Du kannst Gas geben, ich krieg oh, dir. Oh, Scheiße. Junge, wie unsportlich. Du machst aber alle kaputt, die dich nerven. Sorry, Leute, das ist das letzte Rennen. Wir haben ja schon mit der 2018 angefangen. Ja, und ja, eben. Das ist aber echt krass, krass, was wir, wie unsportlich wir spielen. Das war jetzt einfach nochmal, das sollte witzig sein. Das ist auch witzig. Das ist echt witzig. Ich bin Leute, bitter. Ich werd Platz 4. Voll fair. Ja, klar. Immer. Ich meine, du hast es dir schon verdient, aber es war schon irgendwie komisch ja. Jetzt. So, ich bin 2. Ich lass kurz den Bot wieder fahren, weil die Pedale echt irgendwie komisch weit wegrutschen gerade. So, weiter geht's. Wie sich Ricardo gedreht hat. Aber, Leute, ich habe mich bei Ricardo halt nur gerecht. Der hat mir das versaut. Ja, eben. Und das stimmt eigentlich. Der hat dich ja auch voll... der hat mich... also das war ein Mordanschlag. Der ist einfach stehen geblieben. Ja, ja, eben. Das war ein Angriff auf sein Leben. Selber hab ich halt auch gemacht. Oh, Leute. Ich hab eine Verwarnung für ihn bekommen. Verwarnung für Kollision verursacht. Ich hatte sogar eine Stop-and-Go-Strafe und du hast mir jetzt echt geholfen. Also, Leute, einfach mal einen Daumen hoch und echt einfach mal Hashtag Teamwork in die Kommentare oder irgendwie sowas. Guck mal, wie krass wir sind. Wie wir uns jetzt gegenseitig geholfen haben. Am Anfang ich dir, dann leider durch Safety Car alles verloren gegangen. Etwa 3
Und jetzt du am Ende nochmal mir. Du hast dir ja selbst auch geholfen, ja, kann man sagen. Dadurch, dass du echt beide Red Bulls einfach... Und Mercedes, beide Mercedes sind ganz hinten. Beide Red Bull irgendwie ganz hinten. Oder Ricardo sogar wirklich raus jetzt. Junge. So fährt man, ja, Alter. Kenn ich nichts. Jetzt sind wir wieder Erster und Zweiter. Dann wird sogar noch knapp in der Konstrukteur. Aber... Ja, wir schaffen es nicht, aber dann kann man wenigstens sagen, es war richtig knapp. Stimmt. Das ist... Schau mal, was wir bei F1 2018 schaffen. Ja, bin ich echt gespannt. Wir sind ja in dieser Saison auch am Anfang immer mal wieder rausgeflogen, weil du auch noch mit dem Lenkrad dich eingewöhnen musstest und bla bla bla. Also, wenn wir jetzt so 2018 topfit sind, weil wir ja auch schon hier die ganze Zeit gefahren haben. Also, wir sind echt eingefahren und fit und krass. Ja. Bin gespannt. Da bin ich auch echt gespannt. Auch wenn ich irgendwie auf Australien echt keinen Bock habe. Ich mag Australien nicht. Das ist halt immer die erste Strecke, das nervt so hart. Ja. Ist China auch wieder dabei? Natürlich. Nein, natürlich. Tür. Ja, okay, nice. Ja, echt, das wird echt auch wieder richtig geil. Auch dann von Anfang an mit Facecam bei beiden Kanälen. Mit allem drum und dran. Also lohnt sich natürlich auch beide Kanäle zu abonnieren, Leute. Klar. Bescheid. Ah, das war jetzt nochmal geil. Ich schwitze gerade, weil es echt warm wird. Ich fühle mich hier mit den zwei Softboxen wie in der Sauna. Ja, bei mir ist es auch richtig hart warm. Durch die Lachflashes gerade noch und so, also das erhitzt meinen Körper extrem. Stroll ist Platz 3, das ist der Hammer einfach nur in das Rennen. Ja, das letzte war auch nicht besser. Boah, hätte ich da am Ende nicht versucht, Ricardo für dich wegzuhalten, wäre ich da Erster, dann hätten wir Konstrukteur noch schaffen können, ne? Das stimmt, ja. Oh, Junge, das ärgert mich. Aber gut, das ist natürlich dann ein Ziel für die nächste Saison. Braucht man natürlich Ziele für die nächste Saison, wenn wir hier schon alles erreichen. Wäre das ja langweilig. Wobei wir ja auch ein anderes Team nehmen. Wäre ich nochmal was anderes. Ja, ja, klar. Das wird auch nochmal krass, ja. Aber Ferrari, die waren uns treu in F1 2017. Ja. Wir hatten echt, am Anfang von 2017 hatten wir eine Saison gemacht, die wir nur halb gefahren haben, bis zu Monaco und dann nicht mehr. Und ja, jetzt haben wir ja hier die komplett gefahren. Und zu F1 2018 machen wir es wahrscheinlich auch ähnlich. Erstmal die erste wieder abbrechen, meinst du? Nee, nicht abbrechen, aber am Anfang eine fahren, am Ende. Ach so, ja. Vielleicht können wir am Ende, das wünschen sich ja auch ganz, ganz viele Leute, auch mal in einem anderen Team fahren. Dass wir nicht in einem Team sind. Finde ich zwar nicht so geil. Finde ich auch nicht so geil. Aber vielleicht kann man das ja irgendwann mal machen. Boah, letzte Runde. Na, guck mal, was wir für ein gutes Team sind. Also da dürfen wir dürfen uns eigentlich nicht trennen. Ne? Definitiv. Boah, wie viel Abstand wir zu Stroll gewinnen, Alter. Aber der freut sich bestimmt, wenn er jetzt auf dem Treppchen ist. Wenn er es dann schafft. Ja, ja. Easy. Ha. Geiles Rennen, echt. Obwohl mir die Strecke gar nicht so gut gefällt. Ich finde die eigentlich ganz okay. Ja, ganz okay, aber nicht so gut. War eins der lustigsten Rennen auf jeden Fall. Ja, das schon. Ja. Bei dir war gerade echt Action. Absolut, Junge, das war Killer. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Letzte Runde! Go, Leute, nochmal reinhasseln und dadurch gegen die Wanne fahren und alles verkacken. Sehr gut. So wird's gemacht, ja, 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 ja. Ich habe am Ende wahrscheinlich wieder keinen Benzin. Weißt du, ich hätte sogar Punkte geholt im letzten Rennen. Wenigstens einen oder so. Aber ich hatte dann auf einmal kein Benzin mehr. Benzin. Sorry.
Guck mal, wie viel Abstand wir auf den haben. Junge. Dass der sich auf Platz 3 hält, der hält alle anderen auf. Ja, das stimmt. Kann das du sein. Bloß, dass der nicht alle wegrammt. Einer fährt da so richtig langsam einzeln, ganz hinten. Ne, zwei sogar. Ja, zwei sind es. Ja. Das sind die beiden Mercedes wahrscheinlich. Oder die beiden Red Bull. Bin echt gespannt, wo die jetzt gleich sind. Ja, vor so. Sehr weit hin. Verstappen, Platz 4. Ja, Hamilton, Verstappen irgendwie so ganz weit vorne. Die halten sich ja alle auf. Kann ja sein, dass die sich so ein bisschen wieder weiter nach vorne kämpfen. Überholen, ja. Aber nicht bis auf Platz 4. Das glaube ich. Nee, glaub ich nicht. Wenn Stroll allein schon auf Platz 3 ist, muss auf 4 irgendwie anders sein als Verstappen. Hamilton wäre so, wäre auch okay. Ja, das stimmt. Darf nur kein Red Bull sein, der Rest ist uns egal. Leute, jetzt über die Ziellinie fahren und dann bin ich Saison beendet. Meister. Saison beendet als Erster. Jawohl. Yes. Puh. Anstrengend. Jetzt bin ich mal heiß. Gespannt, ey. Dein nächster Sieg. Du hattest auch schon zwei, drei Siege auf jeden Fall. Ich hatte aber auch ordentlich ein paar. Bin ja auch Erster insgesamt. Egal. Ich würde gerne am Ende dieser Folge nochmal schauen, was für Platzierungen wir immer am Ende hatten. So, also bei den einzelnen Rennen. Kann man das? Ich glaube schon, ja. Okay, schauen wir gerne. Das ist, müsste in der Lobby gehen. Hamilton tatsächlich, sag ich doch. Das könnte echt passieren, dass der da ist. Hamilton Platz 4. Palmer Platz 5. Verstappen ist Platz 13. Ricardo, glaube ich, ganz raus. Bottas ist Platz 10. Ja. Also Mercedes hat doch mal Punkte geholt. Ja, Bottas, Ricardo ist aber raus. Aber ja. Ricardo ist zu Ende gefahren. Ist zu Ende gefahren, echt? Oh. Aber er ist als 20. gestartet und als 20. ins Ziel gefahren. Verdient. Absolut. Rangliste. Oh, das ist schön. Das ist echt schön. Jawohl. Platz 1 und 4. Nur die Mercedes dazwischen. Da war halt die erste, die Hinrunde war halt von mir absolut. Bisschen die erste Hälfte heißt es hier. Ja, von mir war sie auch nicht so geil, weil. Ich war ja, wenn wir das so von Anfang an gefahren hätten, wären wir Konstrukteur Erster und wir wären auf jeden Fall, hätte ich mehr Punkte Abstand. Ja, und wir wären, hätten Erster und Zweiter sein können, aber... Sowas. Aber wie gesagt, wir brauchen natürlich neue Ziele für die nächste Saison, das ist klar. Da brauchen wir neue Ziele. Konstrukteur sind noch 32 Punkte, also ein Stein fällt mir vom Herzen. Denn ich hätte nur 25 Punkte noch aufholen können. Im letzten Rennen hätte ich das besser gemacht. Also wären es dann nur, sagen wir mal, 5 Punkte gewesen. Dann wären wir zwar noch knapper an ihnen dran, aber wir hätten sie nicht überholt. Oder so, auf weiter. Nicht. Auf weiter, ja, sofort. So. Jetzt weiter. So, dann. Wenn wir keinen schwarzen Bildschirm mehr haben. Bei mir ja, jetzt gerade eben. Ja, ist auch gerade Ladebildschirm. Wir machen Cut, ne? Wir cutten jetzt hier. Hey, guck mal hier, so jetzt. Ich sehe es noch nicht, warte mal, Hilfe. Jetzt, was muss ich da machen jetzt? Ich bin mir. Bei Session Manager. Manager, okay. Australien, hier da sind wir. Da ist keiner von uns angekommen. Oh, beides hast du gewonnen, da bin ich, hatte ich auch noch keinen einzigen Punkt. Oh, warte mal, wie schalte ich um auf... Ah, so mache ich das. Ah, das habe ich gewonnen. Wo warst du? Auf 17, ah, okay. Erster Sieg für mich. Dann der zweite Sieg für mich. Bahrain, meine ersten Punkte, da bin ich Platz 6 geworden. Ah. Oh, ja, Russland habe ich mal gewonnen. Es wird wahrscheinlich nächstes Mal besser. Ja, das war doch das, wo Safety Car... Am Ende, ganz am Ende hat es mich dann rausgefetzt. Das war bitter. Dann Spanien wieder, keine Punkte. Oh, Spanien war so hässlich. Da wäre ich dritte Sieg hier, Leute.
Für dich noch keinen Sieg. Monaco. Ah, doch, Russland. Auch wieder für mich keine Punkte. Vierter, jawohl. Kanada, hast du wieder gewonnen. Bin ich Siebter geworden. Wieder. Aserbaidschan. Keine Punkte für uns. Aserbaidschan, wer es nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Österreich ist nur Platz 12 für mich. Du wieder Platz 1. Fünf. Der fünfte Sieg. Du bist jetzt erst ein. Platz 2 in Großbritannien. Das war geil. Großbritannien war geil. Aber da bin ich rausgeflogen. Das war überhaupt nicht leider geil. Leider den Sieg verschenkt. Da hat's mich gedreht und dann Barz hat er mich weggefetzt. Ungarn, Erster und Zweiter. Das erste Mal. Jawohl. Belgien auch Erster und Zweiter. 7. Italien. Alter. Gesundheit. Italien bist du Italien nicht angekommen und ich bin nur Siebter geworden. Boah, ey, wenn wir nicht so oft gar keine Punkte gehabt hätten. Ja, ist halt wirklich so. Singapur, du wieder gewonnen. Das Rennen, was ihr nicht gesehen habt, Leute, das Rennen konntet ihr nicht sehen. Nochmal, da war meine Videodatei kaputt. Und Jan hat das nicht mehr mit aufgenommen, weil er am Anfang rausgeflogen ist. Ja, aber 8. Sieg für mich. Malaysia, 2. Sieg für mich. Du auch wieder 2. Platz. 2. Japan... Für mich nur Platz 8, für dich Platz 2. Alter. Wow. Wow. Ein interessantes Ergebnis. Interessant, ja. USA. Erster, Zweiter wieder. Boy. Der 9. Sieg, Leute. Bis jetzt wirklich Ferrari und Mercedes haben bis jetzt gewonnen. Einmal Bottas, glaube ich, sonst immer Hamilton, du und ich. Ja, das kann sein. 3. Sieg, Mexiko. Für mich war mein 3. Sieg. Und du wieder Platz 2. Brasilien war für uns beide Katastrophe. Und jetzt Abu Dhabi. Mir war es gar keine Katastrophe. Aber nein, warte, war 4. oder 5. Sieg? Was war es? Wo war ich jetzt gerade? Ich weiß es nicht. Egal. Einige Siege konnte ich dir auch einfahren. Ich habe auf jeden Fall 9. Du hast 9. 9 Siege. Okay. 10 nicht geschafft, aber 9. Von 20 Rennen 9 gewonnen. Das ist ganz gut, aber es ist halt so... Die, was ich nicht gewonnen habe als Erster, hätte ich halt gerne trotzdem Punkte bekommen. Ich habe ganz, ganz oft, wenn ich nicht Erster war, war ich dann ganz weg. Und das ist natürlich dann kacke. Dann lieber bin ich halt 5., 6. oder so, anstatt dass ich ganz weg bin. Das versuchen wir natürlich in der neuen Saison ein bisschen besser. Ja, ich so häufig rausfliegen und dann sind wir schon automatisch weiter oben. Ja, unsere Rennziele und unser Team verraten wir dann alles dann natürlich in der neuen Saison. Folge. Das müsste wahrscheinlich eigentlich auch schon drauf sein. Also jetzt einfach oben eine Infokarte abchecken. Hier. Und dann bedanken wir uns beide fürs Zuschauen der ganzen Saison. Danke sehr, Leute. Eine Bewertung wäre geil. Mega geil. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao. Baby, sag mir, warum lässt du mich allein? Ich bin laut, geh dir fremd und trinke viel. Aber Baby, bitte, du musst mir verzeihen. In meinem Kopf war wieder diese Melodie. Na, 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 Baby, sag mir, warum lässt du mich allein? Ich bin laut, geh dir fremd und trinke viel. Aber Baby, bitte, du musst mir verzeihen. In meinem Kopf waren wieder diese Melodien. Baby, ich weiß, du hast was alles...